Hertha zu Gast in Dortmund und es war schon kurios. Die Berliner konnten keine Sonntagsspiele gewinnen. Auch in Dortmund setzte sich das fort. Die Bilanz 4 Remis und 3 Niederlagen. Eine neue, na nennen wir es ruhig mal, Frisur. Und ein neues Gesicht gab es auch noch zu sehen. Sead Salihovic, Torschützenkönig von den Hertha Amateuren, durfte erstmals von Beginn an ran. Zuvor hatte er schon auf 3 Einwechslungen gebracht. Die Tore machte allerdings der Gegner. Mutterseelen allein kann Everton zum Kopfball hochsteigen. Zuvor marschierte er über das halbe Spielfeld und leitete die 4. Auswärtsniederlage der Berliner ein. 24 Minuten waren da gerade einmal gespielt. Noch vor der Pause kann Everton das 2:0 geschickt vorbereiten. Diesmal vollendet Ebi Smolarek. Da war die Partie eigentlich schon gelaufen aus Berliner Sicht. Nicht laufen wollte an diesem Tage Marcelinho, setzte nach Ballverlust nicht nach und ignorierte die Kritik der Mitspieler, besonders des Kapitäns Arne Friedrich. Auf dem Weg in die Kabine attackiert der Brasilianer dann aber seinen Spielführer mehrmals. Es soll im Verlauf sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Es gab ein bisschen Zoff offensichtlich zwischen Ihnen und Marcelinho zur Halbzeit. Worin war der begründet? Was war da los? Das kommentiere ich nicht. Das geht einfach nicht in unserer Situation. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir haben sehr hart an unserem Teamgeist gearbeitet, am Respekt miteinander. Und das war ein Rückfall und darüber wird geredet, auf jeden Fall. Natürlich wird man mit den beiden reden, über die Situation grundsätzlich besprechen und dann wird man sehen. Aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, unmittelbar nach dem Spiel über solche Themen zu sprechen. Auf dem Platz funktionierte es dann doch noch ein wenig. Einwurf Marcelinho und Ergebniskosmetik durch den Kapitän Arne Friedrich. 2:1 am Ende. Mehr war nicht drin in Dortmund. Wir haben wieder einen Big Point nicht gemacht, weil die Mannschaften, die gestern gespielt haben, haben größtenteils für uns gespielt und wir haben es wieder nicht verstanden, uns dort ein Kapital rauszuschlagen. Ja, jetzt sind wir wieder punktgleich mit allen anderen, hätten eigentlich 3 Punkte vorne sein müssen. Wir müssen immer, glaube ich, Druck bekommen, damit wir dort Leistung bringen. Die nächsten Tage beherrschte dann erst einmal das Thema Marcelinho, das erst eine Woche danach eine wundervolle Auflösung erhalten sollte.